Herr Cotré, willkommen bei PITV. In letzter Zeit gab es interne Diskussionen in der AfD, die in der Öffentlichkeit ausgetragen wurden. Wie wirkt das auf Außenstehende und potenzielle Wähler? Naja, Sie sprechen in der Tat jetzt hier ein Problem an. In jeder Partei gibt es Streitigkeiten, natürlich auch in der AfD, aber die sollten nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Aber einige verstehen es eben bei uns nicht, wie das wirkt, wenn wir unsere Streitigkeiten in der Öffentlichkeit offenlegen und uns in der Öffentlichkeit streiten, dann kostet uns das Wählerstimmen, weil die Leute dann sicherlich denken, Mensch, einen zerstrittenen Haufen, dem gebe ich nicht die Stimme. Das haben bei uns leider nicht alle verstanden. Sie versuchen, über die Öffentlichkeit zu gehen, um ihre eigenen Positionen durchzudrücken. Wir haben demnächst Bundesvorstandswahlen und da versucht man dann, sich in Szene zu setzen oder vielleicht die andere Person zu diskreditieren. Und das ist so nicht hinnehmbar. Oder man versucht eben, einige grundsätzliche Programmpunkte, die man anders sieht, zu transportieren. Aber die Öffentlichkeit ist dafür nicht der Ort, dass man da den anderen kritisiert. Und das ist eben das ganz Fatale, wenn die Leute meinen, so handeln zu müssen. Und das ist ganz klar parteischädigend. Und ich hoffe, dass das auch irgendwann mal abgestellt wird. Wir werden uns das als Partei und auch vor allen Dingen als Fraktion nicht länger bieten lassen. Wir haben jetzt auch entsprechend Sanktionsmaßnahmen in einen Katalog gegossen und werden diese dann gegebenenfalls auch anwenden. Für die Medien sind solche öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzungen in den eigenen Reihen immer eine Steilvorlage, die AfD als zerstritten darzustellen. Wie kann die Partei so etwas in Zukunft vermeiden? Ja, gerade die AfD wird ja als politischen Feind der Medien, die eigentlich neutral sein sollten, betrachtet. Und man breitet dort genüsslich alles aus. Dabei spielt es eben keine Rolle, was wir für eine Programmatik haben. Nein, man guckt immer dahin, wenn man die AfD in ein schlechtes Licht rücken kann. Und dazu zählen natürlich auch die Streitigkeiten, die dann ganz genüsslich natürlich lang und breit ausgewalzt werden. Deswegen ist das eben so gefährlich, wenn das die Leute machen. Und ja, das liegt natürlich dann auch an den Medien, aber die können wir nicht beeinflussen. Wir können nur unser eigenes Verhalten beeinflussen. Ja, und dass die Medien uns feindlich sind, liegt an der Politisierung und Ideologisierung der Medien. Wir wissen, über 90% der Voluntaristen links-grün wissen wir ja, und das resultiert eben daraus. Schön, dass also hier jetzt so ein Blog existiert, hier so ein Medium, PI News, das wirklich unabhängig berichten kann. Insofern ja, ist zumindest in den sozialen Medien dort erstmal ein Anfang gemacht, dass man also diese linksideologisch motivierte Journalie so ein bisschen zurückdrängen kann. Der Ukraine-Konflikt wird, wie auch anfänglich bei Corona, innerhalb der AfD unterschiedlich bewertet. Könnte die Partei an diesem Thema zerbrechen? Also das glaube ich nicht. Wir haben es schon auf der Klausurtagung vor 3-4 Wochen erlebt, dass wir uns da zusammengerauft haben. In der Tat, wir haben es hier mit einem Thema zu tun, was durchaus tief uns unterscheidet, will ich mal so sagen, in der Fraktion. Und das ist ein Thema, wie wir es seit Jahren nicht mehr auf dem Tisch hatten. Das ist schon richtig. Aber ich glaube, unser Land hat so viel Krisen, dass wir uns das gar nicht leisten können, uns darüber zu zerstreiten. Also insofern glaube ich an die Selbstregulierungskräfte in der Fraktion, in der Partei, dass wir auch über diese Probleme uns nicht entzweien. In den Medien wird derzeit jeder, der sich nicht dezidiert auf die Seite der Ukraine stellt, als Putin-Versteher abgekanzelt. Wie beurteilen Sie die öffentliche bzw. veröffentlichte Einheitsmeinung in Deutschland gerade? Ja, es ist ganz fürchterlich zu sehen, dass also hier nur mit Schwarz und Weiß gemalt wird. Ne? Also Ukraine sind also nur die Guten, die können gar keine
Kriegsverbrechen begehen, und die Russen, die begehen natürlich nur Kriegsverbrechen. Das ist natürlich hanebüchen. In einem Krieg begehen eigentlich fast immer beide Seiten Kriegsverbrechen. Gut, ja, Russland hat hier angegriffen und ist natürlich ethisch, moralisch nicht zu rechtfertigen, völlig klar. Nur, ich kann diese Einseitigkeit nicht verstehen. Man muss auch die Entwicklungen, die zu diesem Krieg geführt haben, natürlich beleuchten. Man muss mal überlegen, warum reagieren die Russen so. Das hat dann was mit Realpolitik zu tun, aus einem Impuls der Verantwortung heraus und nicht aus so einem nebulösen Impuls der Moral. Wenn ich nämlich nur aus einem moralischen Impuls agiere und das Verantwortungsbewusstsein weglasse, dann müsste ja eigentlich die NATO hier sofort eingreifen, aber das ist natürlich nicht machbar. Und gerade diese Schwarz-Weiß-Bemalung, gerade nur immer einseitig hier die Ukraine in den Vordergrund zu stellen, kann uns durchaus Probleme bereiten. Ich hätte mir gewünscht, dass wir also neutral bleiben als Deutschland und die Dinge beim Namen benennen, aber immerhin neutral ist leider nicht. Die Bundesregierung schüttet hier Öl ins Feuer, auch zum Nachteil der deutschen Bürger. Die AfD ist im Bundestag dafür bekannt, dass sie zu vielen Themen, auch wenn es wie aktuell beim Thema Ukraine mal knirscht, eine diametral andere Haltung vertritt als die übrigen Parteien. Glauben Sie, dass der Wähler dieses Alleinstellungsmerkmal letztendlich honoriert? Letztendlich schon. Im Moment überwiegen leider in der öffentlichen Darstellung die Anwürfe, die ungerechtfertigten Anwürfe der AfD. Sie wissen ja, sie wird als, ja, ich will das gar nicht wiederholen, als was hier alles dargestellt wird. Hier im Plenum sagen die Vertreter der Altparteien immer, wir von den demokratischen Parteien, ne, und wollen damit suggerieren, dass wir nicht demokratisch wären. Völliger Quatsch. Wir sind durch und durch demokratisch. Und gerade im ersten Thema mit dem Streit haben wir das ja durchaus im Negativen auch schon bewiesen. Nein, wir werden das abschütteln, glaube ich. Und die Menschen da draußen werden demnächst auch ganz andere Probleme bekommen, als auf diese Unwahrheiten der Presse reinzufallen und werden dann also die nackten Tatsachen sehen. Und dann werden sie eben sehen, dass wir durchaus an vielen Stellen die besseren Lösungsansätze haben und werden uns dann, davon gehe ich fest aus, auch vermehrt wählen. Vielen Dank. Ja, bitte.